Willkommen in der Pokémon-Welt. Die Galar-Region ist ein wunderbarer Ort voller unberührter Natur und bezaubernder Städte. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Und genau um diese Pokémon geht es hier. Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Ob in den Tiefen des Meeres, den Weiten des Himmels oder in heiser Küste der Städte. Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, indem sie die Pokémon im Kampf gegeneinander treten lassen. Ja, erstmal verrutscht. Kurz ein bisschen leiser gemacht? Ich glaube, so passt das. Wir kennen sie alle als Pokémon-Trainer. Sind wir wirklich an der Seite. Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rosé. Ja, und jetzt kommt der größere Pokémon-Trainer. Kommt er nach. Unser Champ Darlian. Hey, guck mal, der Glurak. Yay, yay. Oh, ist das Darlian? Oh, Darlian. Hey, Darlian, ich bin ein Kind von dir. Verabschiede dich schon mal von deinen Spitznamen Darlian, du Schlappack. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen. Pokémon Schwert. Ein Volley. Ja, komm. Los hier. Hopp. Hä? Der heißt ja Hopp, ne? Das war nicht beabsichtigt. Da sind wir. Ja, ich habe mir den Schautagekampf angeguckt, lieber Hopp. Er hieß doch Hopp, oder? Ja, genau, Tali war der aus Sonne und Mond. Da steht sogar Hopp. Alter. Das Match kann er sich hier später noch ansehen. So sieht's aus. Warum ich nichts vorlesen werde, ist der Grund, dass ich Pokémon eigentlich schon Let's Played habe. Ich muss mich jetzt mal von Sound ausmachen. Ich glaube, das passt. So, jetzt höre ich mich nicht mehr selbst. Ich habe schon Let's Played bis zu einem bestimmten Punkt. Danach sind... Ich hatte das Spiel komplett aufgenommen. Aber leider sind die Aufnahmen verloren gegangen. Richtig jetzt. Also nicht verloren gegangen, die sind kaputt. Ich konnte die nicht mal... Also da war nichts mehr zu machen. Und ich weiß, dass ich beim ersten Mal Pokémon durchspielen, als ich das aufgenommen habe, alles vorgelesen habe. Und meine Stimme war sowas von einem Arsch danach. Also wirklich sowas von einem Arsch. Ja, ich hole meine Tasche, Bruder. Oh, schönes Bett. Aber wir wollen die Tasche. Und was wir jetzt hier machen werden, ist, ich werde mich zum ersten Mal wirklich mit Aufnehmen an eine Pokémon Nuzlocke ranwagen. Pokémon Nuzlocke Shade. Die Regeln werden wie folgt sein. Wir stellen in den Optionen erstmal Texttempo auf 3, weil sonst kriege ich Plack. Und nicht wechseln. Genau. Spitznamen, Abfrage. Wir geben Spitznamen. Wir geben einfach Spitznamen. Ja. Alles klar. Machen wir so. Bestätigen und beenden. Ja. Wir machen eine Nuzlocke. Wir dürfen... Ich überlege mir das jetzt schon spontan. Zwei Heil-Items benutzen. Pro Kampf. Sollte ich merken, dass es zu einfach ist, gehen wir runter. Ja, das ist erstmal variabel. Wir dürfen nur ein Pokémon pro Route fangen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht überleveln.
am besten ist, ich muss mir das nebenbei aufrufen. Ich werde mir angucken, was die Levelgrenze ist und werde dann dementsprechend maximal auf dieses Level gehen. Während des, also immer bis Arena-Leiter gesehen. Ich werde auch unten in die Infobox nochmal die Regeln hinschreiben. Wenn ich mich beim Arena-Leiterkampf überlevel, ist das in Ordnung. Ein besiegtes Pokémon ist ein totes Pokémon. Das wird freigelassen. Ja. Das sind auch schon grob die Regeln. Unser Ziel ist natürlich, Champ zu werden. Ich sehe unsere Schwierigkeit eigentlich bei der zweiten Arena. Dieses Wasser-Pokémon Kamalm ist echt böse. Und ja, wir fangen das erste Pokémon auf jeder Route, nur ein Pokémon pro Route. Bei der Naturzone mache ich so, dass die Naturzone ja in Gebiete aufgeteilt ist. Dementsprechend darf ich dann pro Gebiet der Naturzone auch nur ein Pokémon fangen. Am besten ist ein wildes und keins aus dem Dynanest, weil Dynanest kann ich manipulieren und kann dementsprechend sagen, was ich haben möchte. Ja gut, durch die Weltrunden laufenden Pokémon kann ich das auch halbwegs kontrollieren, ne? Wir sagen ohne Dynanester. Aber wenn ich ein Pokémon rumlaufen sehe, kann ich mich schon diesbezüglich ein bisschen daran orientieren, weil man trifft ja nicht im Gras die gleichen Pokémon immer wie die, die draußen rumlaufen. Von daher müssen wir es erstmal so handhaben. Ich denke mal, es ist für eine erste Nasor kann man das mal so probieren. Ich finde Pokémon Schwert ist ein gutes Spiel. Also ich habe das Spiel sehr genossen. Ich weiß, hier finde ich das echt hübsch. Also in dem Gebiet finde ich das schön gemacht. Aber in der Naturzone und alles, das hätten sie besser machen können. Das ist auch so eine Kritik, die ich da schon eigentlich von Anfang an damit habe, seitdem ich das spiele. Es sieht zwar trotzdem gut aus, aber man erwartet von einem Pokémon schon... Also man kann schon was erwarten wie bei Breath of the Wild von Zelda. Ja, ich dachte mir so Gras. Aber du hast ja der Volley. Und ja, aber im Großen und Ganzen finde ich, ist das ein super Spiel. Also eins meiner Liebsten. Na, nicht Liebsten, das ist ja falsch. Du wirst nur sagen, dass ich ja zum Warten muss. Aber ich mag es trotzdem. Ich mag die Pokémon hier. Ich finde schön, dass die Story mehr so nebenbei passiert und du deinen Weg gehen kannst. Aber es wird halt viel gequatscht. Es wird viel gequatscht. Und viele Cutscenes, die man nicht überspringen kann. Will ich nur mal angemerkt haben. Ha, du kannst posen. Ja, Dalien! Oh mein Gott, so groß will ich auch mal werden. Was für ein Fang, das gibt mir nur Kraft für meinen nächsten Kampf. Du bist der Champ. Allzu große Herausforderung hast du jetzt noch nicht. Aber ich werde das innerhalb von ein paar Stunden werde ich schaffen, dich zu übertrumpfen. Wer weiß, wie lange du schon dabei bist, Pokémon zu trainieren. Ist schön, schön, wenn die alle für sich alle übertrumpft werden. Von so einem Kind. Wenn das mal nicht mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Na. Lass dich ganz immer. Bist du groß geworden? Das sind gute 3 cm mehr. Und der hat die Haare einfach nur noch umgekehrt. Das täuscht. Und wegen dieses leuchtende Power. Machst du mich an? Ich bin ein Kind, Dane. Alter. Schimmer. Meine Fans nennen mich deshalb auch der in den Unschlagbaren. Ha. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Nein, wirklich. Und irgendwie hast du auch das einzige Glurak, das es hier gibt. Was für ein Glück du hast. Wenn er doch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte, das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial vorausreißen. Ja, tut mir leid, leider bekommt er mich als Rivalen da ebenbürtig. Nee. Ich will mich nicht auf so eine niedrige Stufe stellen wollen. Warum ich jetzt die Nasok eigentlich angefangen habe, ist, ich hatte heute einen Stream geguckt von... Verdammt, Hyperstub? Ich werde das einfach mal auch unten verlinken.
weil dadurch habe ich irgendwie Lust bekommen, das zu machen. Und ich finde es dann fair, dann noch zu verlinken. Und irgendwie habe ich gesagt, dass ich da mal dann in den Nasog reinschauen werde und das probieren werde. Also, halte ich mal direkt mein Wort. Wir haben 0 Uhr 46. Ich muss in 5,5 Stunden war aufstehen. Und ich bin nicht müde. Und ich dachte mir so, ach komm, wenn du eh nicht müde bist, dann nimmst du jetzt einfach auf. Und mach schon mal einen Start. Ich werde mit dem Starter-Pokémon anfangen. Also ich werde das Starter-Pokémon nehmen, was ich bis jetzt in keinem Playthrough genommen habe. Komm. Und zwar, ich habe gesagt, was meine größte Gefahr ist. Das passt eigentlich ganz gut, meiner Meinung nach. In meinem Versuch, das zu Let's Play, wäre die Datei nicht kaputt gegangen, habe ich Memnion genommen. Finde ich auch noch ein cooles Pokémon. Hoplo ist eigentlich am smartesten. Aber das hat, glaube ich, nicht Libello als Fähigkeit. Dann wäre es nochmal ein bisschen krasser. Wir nehmen Chimpep. Wir nehmen Chimpep. Ich finde alle drei Starter hier echt gut. Ach, verdammt, jetzt habe ich keinen Spitznamen gegeben. Scheiße. Schon versagt. Ich gebe nie Spitznamen. Kann ich das nochmal? Kann ich nochmal Spitznamen? Bitte? Scheiße. Und er nimmt natürlich einen Memnion. Ebenbürtige Rivale. Nimmt das, was schwächer gegen mich ist. Ja. Ich trinke kurz ein Wasser. Während ich mit einer Hand die Flasche und weiterklicke. Und er nimmt natürlich das, was stärker gegen mich ist, weil er hat wenigstens schon mal ein bisschen Erfahrung und weiß, was richtig ist. Barbecue! Ey, da will jemand was von euch. Komm her, was? Komm her! Voilà, was ich habe. Ich habe gute Rose. Nur für dich. Oh, in Datiri. Datiri. Ja, er hat lang durchgemacht. Ist das. Wir haben ein bisschen Pokémon gespielt. Platin und Diamant, Perl und Diamant, Remake, Chibidok. Habe ich an sich, kann ich auch mal. Es wurde jetzt angekündigt, offiziell vor diese Woche? Diese oder, war das diese Woche? Ich glaube diese Woche. Diese oder letzte Woche. Pokémon, seid ihr und eure Pokémon bereit für den Kampf? Dann lasst es mal krachen. Das hier jeden einzelnen Kampf, okay. Ja, du wirst mir jetzt sicher hart auf die Fresse geben. Ich mag die Kampflosigkeit. Alles schön. Auf in den Pokémon-Kampf. Ich habe schon zwei Pokémon. Schön. Ist ja ein richtiger Kracher. Wolli hat doch anscheinend nicht die Fähigkeit, dass die Verteidigung erhöht wird gegen physische Angriffe. Ja, komm, ist okay. Ach, lange kein Pokémon gespielt hier. Ich hab schon wieder. Oh. Level 6 und wir haben zwei Stoß. Ganz zufällig haben wir perfekt jetzt die Attacke, um, nachdem wir angeschwächt wurden, das gegnerische Pokémon sehr effektiv zu treffen. Bam! Weißt du etwas schon Bescheid über die Stärken und Schwächen der Pokémon-Typen? Oh mein Gott! Nein,
Ich habe die letzten 7 Generationen geschlafen. Ich habe keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Level 7. Ich werde direkt mal, damit ich schon mal eine Orientierung habe. Die erste Arena dauert jetzt trotzdem ein bisschen, aber Pokémon Schwert. Arena-Leiter. Ja, ich weiß, ich bin um... Danke. Du Scheiße, Hopp. er hat Level 20 Max. Alles klar. Level 20 Maximum. Ich bin gerade im Überlegen, dadurch, dass ich die Pokémon halbwegs aussuchen kann. Wäre es vielleicht smarter, wenn ich doch von den Heil-Items eins runtergehe. Sagen wir, dass ich nur ein Heil-Item pro Kampf zur Verfügung habe. Ich bleib erstmal den Zweien. Ich werde aber versuchen, erstmal bei 1 zu bleiben. Wenn ich merke, dass es mit 2, also dass es mit 1 eigentlich geht, dann führen wir es konstant durch. Ich habe mich da jetzt nicht bei anderen habe mir das jetzt nicht bei anderen angeguckt. Ich weiß nicht, ob es Nuzlocke gibt bei Pokémon Schwert, aber wahrscheinlich. Und ja, es ist jetzt eher so eine spontane Sache. Aber die Regeln sind halt klar, Nuzlocke. Von daher. Kann ich eigentlich aus meinem Team heraus den doch nochmal einen Spitznamen geben? Nein, kann ich nicht. Okay, dann bleibt Chimpep das einzige ohne Spitznamen, bis wir den Spitznamen geben können. Pokémon fangen können wir noch nicht. Die Challenge beginnt ab dann, wo wir das erste Pokémon fangen können. Aber wir sollten jetzt auch am Anfang nicht verlieren. Vom Level haben wir ja Gott sei Dank ein bisschen Spielraum mit Level 20. Ja, gut, natürlich. Oh. Das typische Normal-Pokémon. So. Bis jetzt war es, glaube ich, nur in der dritten Gen, das mal nicht Normal-Pokémon typisch war, ne? Da die haben wir ja mit der dritten Gen den Typen Unlicht mit reingebracht. Und da haben sie natürlich gesagt, hey, Pfiffchen ist jetzt hier erstmal das Erste. Ich gehe nach dem Pokédex. Falls ihr euch wundert, Zigzags gibt es natürlich auch, aber Pfiffchen ist so nach den Startern direkt das erste Pokémon. Und normalerweise waren es, glaube ich... Ah, ne, stimmt. In der ersten Generation war das, waren die ersten Pokémon nach den Startern Raupi und, die Raupi- und Hornreihe. Ich habe nichts gesagt. Gar nichts. Micro ist auch richtig cool. Machen wir den Kratzer und dann haben wir das auch schon besiegt. Oh, wir können mal gucken, was unser Chimpep hier überhaupt für Stats hat. Ob das für uns hilfreich ist oder nicht. Was haben wir denn? Das ist Initiative hoch und Spezialangriff runter, ne? Das ist eigentlich gut, weil wir sind kein spezieller Angreifer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir sind hauptsächlich physisch. Das ist gut. Schneller zu sein ist immer gut. Gerade bei einer Nuzlocke ist Geschwindigkeit dann gerne mal ein entscheidender Punkt. Da können doch ein, zwei Punkte mehr doch schon einiges ausmachen. Ja, Chimpep geht's gut. Ja, komm, was verloren. Kämpfen wir eh hier nur gegen Geist. Achso, jetzt kommt nochmal Mike oder nochmal ein Raffel. Raffel! Ja, vorhin haben wir Chip platt gemacht, jetzt machen wir Chip platt. Das ganze Retterteam. Retterteam ist rechts. Fast ausgelöscht. Ich habe mal gerne geguckt. Chip und Chap. Retterteam ist rechts. Chip und Chap. Ritter des Rechts. Scheiße! Ihr wisst alle, was ich meine. Gut, vielleicht nicht alle. Ein paar sind vielleicht ein bisschen zu jung dafür. Zünden im Pokémon. Alter? Okay. Ja,
Ja, lauf halt vor, ist okay. Erstmal pfeifen. Ich hoffe, meine Stimme ist nicht zu laut. Weil es wirkt so. Es wirkt so, als wäre meine Stimme zu laut. Ich mache mich noch mal ein bisschen leiser. So sollte vielleicht passen. Es könnte eine angenehme Lautstärke sein. Jetzt müde ich mich wieder. So. Höre ich mich selbst nicht, das ist gut. Reicht, wenn ihr mich hören müsst. Hi, Satyan. Du hast da was verloren. So ein Stück Ohr. Jawohl, jetzt kriegen wir die Chance, ein legendäres Pokémon direkt am Anfang zu fangen. Ohne Pokémon. Ah, brauchst du nicht, ich weiß, dass es Satchen ist. Ich heule jetzt, weil ich Angst habe. Der guckt mich einfach nur an. Steht da. Kommt zu uns. Weißt du, jault uns an. Und dann steht er nur doof rum. Macht sich lustig über uns. Das. Oh. Oh. Satchel. Jeder denkt, das war eine Attacke, aber ich riech genau, was das ist. Jetzt. Oh, ich glaube. Ich glaube, mir wird schwarz. Oh mein Gott. Das stinkt. Oh mein Gott. Was ist da passiert? Oh, ich bin noch gar nicht wach. Tut mir leid. Oh, was ist hier nur passiert? Ah, hi, Dalian. Du kommst ein bisschen zu spät. Sei froh, dass es nur ein Pokémon war, das uns betäubt hat. Klurak ist so klein. Klurak. Damals so richtig majestätisch. Man hat so gedacht, boah, Klurak ist so. Also vielleicht denkt das einige heute noch, aber ich finde Klurak mittlerweile einfach nur nervig. Es ist halt. Es bekommt zwei Mega-Entwicklungen. Es kriegt jetzt hier diese Giga-Dynamax-Entwicklung. Das ist boah. Turtok ist so. Weißt du, ich habe mein erstes Mal Pokémon auch. Also, na gut, da hatte ich die gelbe, da war es mit Pikachu, aber dann, wo ich auch selber einen Start aussuchen konnte, habe ich auch Glumanda erst genommen, weil Feuer ist halt cool, ja. Aber Turtok toppt halt einfach. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, dass Feuer das Stärkste ist. Ich habe allein mit Wasser. Wasser hat zwar die Schwäche gegen Pflanzen-Pokémon, aber die meisten Wasser-Pokémon beherrschen Eisattacken. Schon rein von der Theorie her sind die einfach besser. Ja? Ah, ich wollte ja Mutter wissen, ich sagen. Hey, Mom. Mom. Mein Pokémon. Geh weg, Mutter. Und du Chimpet, pass mir gut auf mein Kinderhase auf. Wenn irgendwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen. Ich kann auch zu einem Pokécenter, Mutter. Mom. Das ist gar keine Ahnung. Von dir hole ich mir keine Hilfe. Ich bin etwas. Mein Deutsch ist heute nicht so gut. Habe ich das Gefühl. Hi Hop! Okay, es geht los. Das ist der erste Schritt auf meinem Weg zum Titel des Champs. Ha! Es ist süß, wie er träumen kann. Wäre traurig, wenn er das wirklich ernst macht. Nein, Schlaraffe wollen wir nicht. Wir wollen Mike. Wir wollen ein nices kleines Mike. Oh, das ist schon Level 6. Das ist nice. Wie viel Schaden hast du?
Au! Ich hab... Einen Trank habe ich. Ich glaube, den brauche ich auch. Heute, das ist nice. Silberweg, sehr schön. Jetzt verlieren wir... Wenn das nächste kein Crit ist, verlieren wir nur 12 KP. Deshalb muss ich kurz gucken, wo X ist. Stimmt, auf dem Controller ist es etwas vertauscht. Meister, komm. Komm her. Sei mein Best Buddy. Jawohl. Micro gefangen. Das ist schon mal eine starke Verbesserung des Teams. So, wie nennen wir ihn? Er ist ein Vogel. Kenne ich irgendeinen Vogel? Aus dem Anime? Kenne ich irgendeinen Vogel? Wir nennen ihn... Er ist zwar kein Feuervogel, aber... Wir nennen ihn Marco. Marco der Phönix aus One Piece. Oder? Gibt's noch einen anderen, der mir einfällt? Nö, gerade nicht. Ist kein Anime, der mir gerade spontan einfallen könnte. Oh, warte, doch. Er ist sowas wie eine Krähe, ne? Jetzt hab ich's. Wie lösche ich? B ist löschen. Das ist B, ja. Oh nein, genau. Wir nennen dich Karasuno. Die Krähen von Haikyuu. Karasuno wurde in dein Team aufgenommen. Sehr schön. Damit haben wir schon mal... Oh, ich wollte gar nicht pfeifen. Von anderen Spielen gewohnt, dass... Stick-Renn-Drücken. Rennen. Damit haben wir jetzt zwei Pokémon. Unser Team besteht jetzt aus einem Chimpep und einem Karasuno. Angriff runter. Das ist scheiße. Aber egal. Ist egal. Wir kriegen das trotzdem hin. Ist ja zum Glück nur ein Casual Run. Ich hab's nicht so mit der Orientierung. Ja. Für mich Zorro heißt es ein Wunder. Florak ist so winzig. Warum bist du so winzig? Du siehst aus wie ein Drache und dann würdest du mir nur bis zur Brust gehen. 1,60 oder so ist Kadura, glaube ich, groß. Ja, Woldi. Du bist scheiße langsam, bis du dich weiterentwickelst. Aber wirklich, Woldi ist Arsch. Also wirklich Arsch langsam. Das ist. So langsam bin nicht mal ich, wenn ich aufstehen muss. Oder sollte. Gerade läuft es hier gerade aber mit wenig Frames auf der, in der Aufnahme. Ah, gut. Ich hoffe, das ist alles in Ordnung. Ja, aber es wollte ich. Ja, gib mir einen Pokédex. Easy. Jawohl! Ich glaube, das war ein älteres Wasser, was ich da aufgemacht habe. Also nicht aufgemacht. Ach komm, jetzt kann ich wieder laufen. Ich dachte, das geht noch ein bisschen. Gut, da trinke ich jetzt nicht aus der richtigen Wasserflasche. Hallo, junge Pokémon-Trainer. Tut mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Wer bist du? Du warst doch gerade im Pokémon-Labor, oder? Du hast gesehen, wie ich aus der Tür raus bin, Alter. Wo soll ich sonst denn kommen? Glaubst du, ich war gerade um die Ecke pinkeln? Und Bärs. Hast ja bestimmt auch ein Pokédex bekommen. Du hast sicher am Fenster gelutscht, oder? Ich kann einfach nicht anders, als neue Trainer anzusprechen und dir etwas unter die Arme zu greifen. Hier für dich. Ich hab doch schon 3, 4 Tränke. Danke. Aber Mutti hat gesagt, ich darf nichts vom Fremden annehmen. Wissen es macht, wer sich informiert hat, schon halb gewonnen. Ja,
Ich kann so... Ich kann wissen, wie ich Pokémon auf Eevee und Ivy trainiere, aber hab trotzdem nicht halb gewonnen, weil mir das echt zu viel Arbeit ist. Sende den Pokémon Dex... Pokédex hat dein Smartphone installiert, stimmt's? Dann geht's ja jetzt richtig los. Such dir ein paar richtig starke Pokémon für dein Team. Ich hab schon zwei. Also ich bin schon mal mit der Auswahl zufrieden. Ich hätte gerne einen Gengar im Team. Problem ist, das kann ich erst mit Level 60 fangen. Entwickeln kann ich hier nicht. Ich müsste mir bewusst diesen Teil der Route aufbewahren bis dahin. Und ich glaube, ich muss diesmal auf meine Liebe zu Käfer-Pokémon verzichten. Ich finde Käfer-Pokémon cool, wie Inferno-Port ist richtig geil. Ich finde die meisten Käfer-Pokémon haben ein richtig cooles Design. Ich bin echt ein Freund von. Danke, Schwester Joy. Danke. So, wir werden direkt was kaufen. Wir brauchen außerhalb der Kämpfe auch Heilung. Okay, stecken wir uns hier schon mal mit 20 Tränken ein. Beleber macht wenig Sinn. Weil alles, was besiegt ist, ist tot. Oh, guck mal, Hopp. Wartet wieder 10 Meter weiter. Ja, die Arena-Challenge. Ich will alle 8 Arenen besiegen und dann den Champ. Du hast es erkannt. So. Na, Hopp. Weißt du überhaupt, wie man Pokémon... Nein! Ich hab schon eins. Oh, wie sehr hast du bereits ein Pokémon mit guter Arbeit, Kitasa? Die Pokébälle hat dir bestimmt deine Mutter geschenkt. Sag mal, seid ihr alle Stalker? Wahrscheinlich, oh, vermutlich ist das so passiert. Oh, wahrscheinlich warst du gerade im Pokémon Center und hast dein Pokémon gehalten. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, wo du all deine Spuren versteckst. Oh, danke. Nichts gesagt. Ich werde nur kümmern, dass das allerbeste Pokémon-Team der Welt beisammen haben. Na. Professorin, der Professorin wird mit dem Mount vor. Was ist los? Mundverstauung gar nicht mehr zu kriegen. Erstmal den Mund gemountet. Wie bei WoW. Ein Pokémon wollen wir hier. Random Encounter. Das ist jetzt zum Beispiel. Was ist das? Es gibt verschiedene Fälle. Wenn ich das Pokémon schon gefangen habe, zählt das nicht. Da komme ich immer. Aber dasselbe Pokémon zählt nicht. Ich glaube, es ist nur die einzige. Es gibt noch sowas wie verschiedene Clauses, was nicht mit reinspielt. Geil! Ein Zonk! Ich mag Fliegen nicht. Ich mag Cleopatra nicht. Und in so einem Fliegen-Lu hat sich fast die gesamte Schwarz-Weiß-Story gedreht. Der Rivale oder der man kann ihn noch Rivale nennen, der Rivale-Freund, der nach dem Fililu der Schwester gesucht hat, war es, glaube ich. Spitznamen. Ist weiblich oder ist eine Katze? Catwoman! Obwohl, wenn wir schon mit Anime angefangen haben. Nami. Ich glaube, die wurde diebische Katze genannt, wenn ich den Spitznamen richtig im Kopf habe. Obwohl, das ist für die Louis weiblich.
So, haben wir jetzt Nami und wir haben Karasu noch. Ja. Ja, da wartet. Tut so auf richtig cool. Wir werden für die Loot trotzdem zur Sicherheit heilen. Wir gehen hier komplett auf Nummer sicher. Und ich glaube, ich werde mit Maiko anfangen. Also für die Loot wird nicht lange im Team bleiben, das muss ich schon mal jetzt sagen. Ne? Nami. Nami wird nicht lange bleiben. Raffel! Piekser! Step-Attacke, deswegen. Ach du heilige Scheiße, das kriegt mich an. Ja, du machst nur 6 KP. Halt ihn nur zweimal aus. Du hältst es leider mal auch noch zweimal aus. Stark, okay, dann spiele ich jetzt die nächste Runde. Halte ich dann nicht mehr. So? Zweimal aus. Guten Schlag. Okay. Jetzt sind wir bei 12 KP. Meine Verteidigung halbiert ist. Ja, aber das ist. Wir sollten es jetzt hoffentlich besiegen. Aber es muss eigentlich passen. Ja. Sehr gut. Da hast du noch. Ich kann einfach nicht wegsehen, wenn mir ein starker Trainer über den Weg läuft. Ja, Dummheit, ne? Das. Ich werde auch möglichst versuchen, gar keine Tränke zu benutzen. Ich werde mich jetzt nicht, wenn es. Kamehameha ist ja auch ganz gut gewesen. Ich habe schon mal ein Wasser-Pokémon gehabt. Ein Wasserstein ist auch nicht schlecht. So, aber wir haben schon hier unser Pokémon. Deshalb geht uns das alles am Po vorbei. Wir haben ja unser tolles Felilun hier gekriegt. Das definitiv sehr viel Liebe, Training und Aufmerksamkeit bekommen wird. Ich bin überhaupt nicht schon am Überlegen, jetzt einfach aus Prinzip auf den PC abzuspringen. Es tut mir leid, Nami. Leid. Überheblichkeit. War das nicht je höher der Angriff? Je weiter die Klasse, soll das. Ja, gut, ich hab nichts erhöht. Du bist, glaube ich, noch nicht Stein, oder? Du bist noch normal Wasser. Oh, du bist. Nee, okay. Schaden machst du. 4 KP, das ist okay. Für Maiko schon ein bisschen Level. Auch wenn das jetzt ein bisschen runtergezerge ist. Hör mal auf anzugreifen. Die Beißerchen mal schön da, wo sie sind. Hey. Bitte doch nicht. Das waren 6 KP jetzt, ne? So. Flugrisiko eingegangen. Tackle. Tackle ist mir egal. Kriegst du schon einen sehr effektiven Zweckstoß. Ja, am Anfang ist noch alles ganz easy. Passt dann gut zusammen mit Überheblichkeit. Das soll ich mein Bot überdenken. Das war auf jeden Fall keine starke Leistung. Wenigstens erkennst du es, das hilft schon. Wir heilen direkt mal wieder. Genau deshalb habe ich ganz viele Tränke gekauft. Für 5 KP heilen. Das ist auch ein Maiko, ja? Ich glaube, der hat auch ein Maiko. Ne, der hat das Sendek, ne? Ja! Oh! Ganz gut. Ganz gut. Sehr effektiv. Maritelli zum Beispiel ist auch, finde ich, mega cool, dieses Marienkäfer-UFO-Design. Einfach
Kakuk. Leptifuchs. Das ist gut. Okay, Schaden. Damit komme ich noch so klar. Da das jetzt der erste Part ist, wird er etwas länger gehen. Einfach nur, weil der Prolog da halt mit drin ist. Ich plane jetzt mal so, die Folgen so 20 Minuten zu machen. Ich denke, das ist eine angenehme Zeit zum Gucken. So, dass da auch ein bisschen was passiert. So, dass man vorankommt. Und nicht zu lang. Das wird jetzt natürlich länger. Ich werde jetzt hier, denke ich mal, so knapp die 50 Minuten ungefähr so voll machen. So um den Dreh. Ich weiß, eine komische Zeit. Ich könnte nur eine Stunde machen. Eine Stunde ist doof. Ich könnte eigentlich jetzt gleich aufhören. Wir machen nach dem Kampf gegen Hopp. Machen wir die erste Folge zu Ende. Ich denke, da ist ein guter Abschnitt dann. Ah ja, was sehe ich denn da, Hopp? Denn Volli hat ja Gesellschaft bekommen. Ich, hey. Kann ja die Brille wegnehmen, damit sie weniger sieht und deshalb auch weniger redet. Weil sie nicht davon reden kann, was sie sieht. Ja, viele Teesorten in dieser Welt. Puff. Bist du etwa nicht, dass sie daran teilnimmt, Darien? Doch, der gibt uns gleich. Hier, komm, gib mir meine... Gib. Du willst mich auch dabei haben. Du willst von mir fertig gemacht werden. Falls wir überhaupt bis dahin kommen. Ja. Meine Xbox hat mir gerade ein Geräusch gemacht. Weil mein Headset noch mit der Xbox gleichzeitig verbunden ist. Gut. Schalt dich einfach aus, das ist okay. So, Pokémon habe ich geheilt, ne? Sind alle fit. Genau. Startet mit... Es wäre am smartesten, wenn ich direkt auf Klaubenwetzer gehe, oder? Komm, okay. Los geht's. Am besten zweimal auf Klaubenwetzer, damit ich meinen Angriff verdoppeln kann. Ich muss das Mikro so gut es geht wegmachen. Den Rest kriege ich mit Chimpap auf jeden Fall. Jetzt nur... Alles klar. Das muss ich dann definitiv. Ja, ja. Wir werden direkt mit Klaubenwetzer anfangen. Schön den Angriff nach oben pushen, weil Volley ist nicht so... Hat zwar Step mit seinen Attacken. Ich gehe mal von 5 KP aus. 4. So. Dann nutzen wir das definitiv. Reicht ein doppelter Angriff? Warum weiß ich, warum ich so. Risiko. Frage ist, es ist 20, 35. Ich habe hiermit dann nochmal 17 drauf durch Step 52. Aber wir haben einen dreifach erhöhten Angriff. Probieren wir mal aus. Ich weiß nicht, wie die Berechnung bei der Überheblichkeit leider ist. Deshalb ist es echt nicht geraten, aber das war schöner Schaden. Na, mir reicht der Level 6. Windet. Aber es tut mir leid. Überheblichkeit, komm. Nee, gib mir keinen Klaps. Bam. Jawohl. Ich bin dann auch gewonnen. Mit. Hey, Jungs. Ihr seid schon Level 10. Bis zum Arena-Leiter ist noch ein Stück. Das wird knapp, aber solche Kämpfe sind genau mein Ding. Ja. Alles gut, Hopp?
Gucken wir jetzt mal an, wie knapp das wird. Bam! Karasuno Rock! Wie im Anime. Ja, war easy Snack, ne? Dabei hatten meine Würfel diesmal doch die perfekte Kurve und alles. Wir sind hier nicht beim Dosenwerfen, mein Freund. Wir sind hier beim Pokémon-Kampf, ja. Beim Pokémon-Kampf, da kannst du noch so gut werfen. Ich könnte den Ball mir auch auf die Füße fallen lassen. Das Pokémon macht trotzdem fertig. Ist aber krass, was du hier für Teleportationsfähigkeiten haben, so. Ich hab das in meiner Hand und ich lasse es jetzt aus einem Meter Entfernung in deine fallen, obwohl du da deine Hand später öffnest. Dein Kampf ist auch unglaublich mitreißend, Kidasa. Davon will ich mehr sehen. Du hast deine Spione überall. Du wirst schon genug sehen. Ich werde den definitiv übertreffen. Aber ob du das hinkriegst? Oh, Sternschnuppe, ich wünsche mir was. Bitte lass Hopp ein ernstzunehmender Rivale werden. Ein Wunsch, der nicht in Erfüllung gehen kann. Obwohl ich es cool finde, dass er später einen Trombok hat. Geister-Pokémon, Käfer-Pokémon. Das sind. Das. Ist das einzig wahre? Entschuldigung, hab nochmal was getrunken. Immer schön Wasser trinken. Was ist denn hier los? Ihr seht ja vergnügt aus. Da kommt man gerne nach Hause. Wieso ist meine Konsole wieder angegangen? Ihr esst doch noch mit uns zu Abend, oder? Ich bin vor kurzem auch auf den Curry-Trend umgewechselt. Ich hab nicht ganz gelesen. Wir werden das mit dem Camp machen. Überhaupt nicht machen. Weil ich finde, das Pokémon mag dich und deshalb hält es das durch und deshalb sich selbst vor Vergiftung. Ist so ein Bullshit. Also, so ein Bullshit. Ich hatte Ultramond oder Sonne, habe ich mal in Nuzlocke gespielt. Ich habe das einfach mal gemacht gehabt. Und mein Pokémon hatte 1 KP, es wurde 3-mal angegriffen und es hat jedes Mal aus Freundschaft überlebt. Es hat keinen einzigen KP verloren. Es hält sich. Es hält sich wacker aufrecht, weil es dich so sehr mag. Ja, toll, danke. Wird überhaupt nicht entschieden. Ja, ein Dynamax-Band. Das ist nice. Ja, komm. Warum sollten wir hier jetzt aufhören? Dann beginnt der nächste Part allein damit, dass wir zurücklaufen, reden und dann zur Naturzone gehen. Dann starten wir nämlich den nächsten Part in der Naturzone und dann geht die Nase wirklich los. Ich meine, hier ist jetzt schon am Laufen, aber ab da geht's dann richtig los. Richtig. Wir wollen jetzt mal die TM hier, was auch immer das nochmal ist. Rutz. Am liebsten möchte ich nicht getroffen werden. Ups, gegen den Baum gelaufen. Die Items sind auch noch. Super Baum. Da hinten ist ein Barrikadax. Will ich auch gerne nehmen. Barrikadax finde ich cool. Ich weiß. Bitte. Oh, das ist ja vermeiden. Ah. Ja, du kannst den Hunger schleichen. Oder pfeifen. Oh. Ah. Danke, aber ich darf hier kein Pokémon mehr fangen. Toller Freund bist du. Merkst du nicht mal, dass ich den da so kümmern habe? Die normale Pokémon-Welt ist mir einfach nicht schnell genug. Ach, Maiko. Ich war gerade kurz verwirrt. Ich hatte aus dem Augenwinkel einen ganz komischen Umriss gesehen.
Das hätte das Spiel hätte so viel besser aussehen können, ne? Ich meine, es sieht nicht scheiße aus. Es ist halt nur enttäuschend. Enttäuschend von dem, was man hätte machen können und was sie gemacht haben. Ich meine, Pokémon ist das größte Franchise der Welt. Also, ich glaube, es gibt nichts, was mehr Kohle reinscheffelt als Pokémon. Und trotzdem kriegen die es nicht geschissen, da mal richtig schön was rein zu investieren, um da so ein richtig schönes Spiel zu machen. Aber Pokémon Legends Arceus haben wir ihn genannt. Arceus. Wenn das grafisch gut aussieht, wird das ein geiles Pokémon. Open World Pokémon? Ja. Sternschauer. Kann ich bei keinem wirklich brauchen, oder? Spezielle Attacke. Nee. Oh, danke, Camping-Set, das brauche ich nicht. Steckst du sonst? Mit einem Partner-Pokémon an eurer Seite gibt es nichts, wovor ihr Angst haben müsst. Warum soll ich auch oben denn? Wofür sollte ich Angst haben? Wenn du das sagst, dann kann ich euch nur noch eine gute Reise wünschen. Bis bald, Mama. Ich komme nie wieder. Ich werde der beste Pokémon-Trainer in ganz Galar. Ich werde mir ein eigenes Haus kaufen. Ich kaufe mir eine viel bessere Internetleitung, als wir sie zu Hause haben. Wenn du sagst, oh, WLAN ist aber leider zu unsicher. Ich habe aber auch keine Ahnung von Technik. Dann lass ich mir richtig gut. Pandagro. I. Ja, Hopp hat auch auf die Uhr geguckt. 1:30 Uhr. Habe ich etwas weniger als 5 Stunden. Schlaf. Deshalb werden wir gleich den Part beenden. Willkommen in der Naturzone. Und da haben wir die einzelnen Abschnitte, in denen wir Pokémon fangen können. Das sieht so viel besser aussehen können. So viel besser. So, genau hier machen wir Schluss. Ich hoffe, ihr habt Interesse an diesem Projekt. Ich werde das jetzt so gut es geht weiterführen. In der Hoffnung, dass nichts an Daten verloren geht. Oder nicht zu viel vorher aufnehmen. Weil dann verliere ich meistens die Motivation. Und der Part werde ich jetzt noch hochfahren und schneiden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Kritik ist immer erwünscht. Ob positiv oder negativ. Das gehört alles dazu. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Haut rein, Leute. Tschüss. Mit Öl. Pose. Öl.